Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meinen kleinen Kiko-Haul gehen. Ich hatte euch ja bei Instagram gefragt, ob ihr das gerne sehen wollt, auch wenn es nur drei Produkte sind, und ihr habt ja gesagt. So, ursprünglich wollte ich nur wegen einem einzigen Lidschatten zu Kiko, und zwar ist das einer dieser Water Eyeshadows. Das ist die Nummer 208. Und ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, ich hatte mal so einen kleinen Blog gedreht gehabt, wo ich über verschiedene Highlighter gesprochen habe, die ich gerne hätte. Und ich habe eben unter anderem den Estee Lauder Heatwave genannt gehabt. Und ja, der war ja limitiert und kostet im Internet irgendwie über 100 Euro. Da, nee, das finde ich ein bisschen übertrieben. Und dazu sollte eben ein Dupe sein, der MAC, wie heißt der? MAC, mir fällt es jetzt nicht ein. Weiß ich nicht mehr. Ich versuche es euch hier irgendwo einzublenden, falls ich doch noch drauf komme. Der aber auch limitiert war und dadurch eben auch sehr viel kostet, wenn man ihn irgendwo noch kaufen möchte. Und dann habe ich mit der lieben Lisa gesprochen und sie hat dann rausgefunden, dass es ein Dupe von Kiko dazu gibt. Und zwar einer dieser Lidschatten. Und das ist eben die 208 von diesen Water Eyeshadows. Und das ist ein goldener Ton. Ich zeige ihn euch. Der sieht so aus. Die kommen ja hier auch mit so einem Spiegelchen. Und ja, ich swatche ihn euch natürlich auch. So, wie gesagt, ein goldener Ton. Und das ist der geswatcht. Ich werde mal versuchen, auch auf meinen Handrücken aufzutragen. Ja, und der soll eben genauso aussehen wie Heatwave. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Der hat eben einen unglaublich tollen Schimmer. Man kann ihn natürlich auch gut als Lidschatten verwenden und diese Water Eyeshadows kann man ja auch feucht auftragen und das sieht bestimmt auch ganz arg toll aus, aber ich habe ihn mir eben als Highlighter gekauft. Weiter geht's mit einem Nagellack und zwar ist das die Nummer 497, den ich jetzt auch gerade auf den Nägeln trage. Ich habe ihn mattiert, das sieht ja dann nochmal ganz anders aus. Ich werde euch aber jetzt eben noch ein Bild einblenden, wie er aussieht, wenn er nicht mattiert ist. Und eben auch in der Makroaufnahme vielleicht mattiert und unmattiert. Habe ich beides schon fotografiert. Könnt ihr aber auch bei Instagram sonst sehen. Oder habt ihr vielleicht sogar schon gesehen. Aber das ist der Nagellack. Und ja, der schimmert halt so schön. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gerade ganz gut sehen. Die Preise schreibe ich natürlich wieder unten in die Infobox. Und dann habe ich mir noch einen Blush gekauft. Ja, weil ich ja nicht genug habe. Und zwar einer dieser Soft Touch Blushes. Ach so, ja genau, diese Water Eyeshadows, die waren im Moment reduziert. Ich weiß nicht, ob es die dann immer noch reduziert gibt, aber gut. Einer dieser Soft Touch Blushes und das ist die Nummer 111. Ich habe keinen einzigen Kiko Blush bis jetzt. Und die sehen so aus. Ich finde die eigentlich recht schick. Da seht ihr nochmal die Nummer. Die haben auch einen Spiegel, den ich jetzt aber mal zuhalte. Und das ist die Farbe. Und das swatche ich euch natürlich jetzt auch gleich noch. Und das ist der Blush. Und das ist die Farbe. Ich hoffe, ihr könnt die jetzt sehen. Ich versuche die natürlich auch noch auf meine Hand zu swatchen. Das ist eben irgendwie so ein bisschen Rosenholzton, aber mit Schimmer. Und ich weiß nicht, ich fand den total schön. Ja, ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt gerade ganz gut sehen. Ja, das waren schon meine drei Sachen, die ich gekauft habe bei Kiko. Wie gesagt, das war wirklich nur ganz wenig, aber ich habe gedacht, vielleicht gefällt euch so ein kleiner Haul ja trotzdem. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.